Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Thomas von World Gameplay und hier ist Airport Simulator oder auf Deutsch Flughafen Simulator 2014 von der Firma UEG. Herzlichen Dank an die Firma, das habe ich nämlich bekommen von denen, das Spiel, zum Testen und wenn es gut ankommt, auch ein Let's Play vielleicht. So, wenn euch das Video gefällt, macht einen Daumen hoch und ein Abo würde ich mich auch freuen und es geht los mit dem Spiel starten. So, die Grafik hat sich enorm verbessert. Und gucken wir mal. Willkommen beim Flughafen Simulator. Der Waldberg Flughafen funktioniert aktuell nicht optimal, also brauchen wir einen neuen Manager, der es schafft, den reibungslosen Ablauf wieder zu gewährleisten. Der Umsatz hat sich in den letzten Jahren stetig verschlechtert und nur mit guter und schneller Arbeit kann das Blatt wieder gewendet werden. Erkunden Sie den Flughafen und finden Sie die Standorte der einzelnen Fahrzeuge und deren Arbeitsbereiche. Zunächst müssen Sie alle Aufgaben selbst übernehmen. Wenn Sie genug Geld mit der Abwicklung verdient haben, können Sie Helfer einstellen, die Arbeiten automatisch ausführen. Nach der Landung wird das Flugzeug an das Gate gefahren, welches Sie vom Tower aus zugewiesen haben. So können Sie immer das Gate zuweisen, welches schon über Helfer und die gewünschte Automatisierung verfügt. Das Spiel ist gewonnen, wenn alle Gates vollständig auf Stufe 3 automatisiert wurden. Okay, das hier ist jetzt der Flughafen. Oha. Oh ja. Jetzt gucken wir aber nochmal ins Hauptmenü. Optionen. Ja, haben wir. Okay. Gut. Fortsetzen. So, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Gate 1, 2, 3. Okay. Was ist das da? Okay. Dieses Fahrzeug hier. Okay. Dann fahren wir mal. Wow, guck mal, spiegelt sich sogar jetzt. Hoho. Hilfe. Kamerasteuerung. VB. Aufgabenliste. Okay. Also mit V und B. Okay. Kann ja mal gucken, wo wir hingehen können. Wo ist denn das Aufgabending? Nee, ist kein Flugzeug. Okay, schauen wir mal. Also mit diesem Ding da können wir rumfahren jetzt. Bis hier ein Flugzeug kommt. Genau. So, dann schauen wir mal. Ich habe 1000 Euro. Oh je. Okay. Das ist jetzt der Tower. Inaktiv. Machen wir mal Gate 1, oder? Parken. Genau. Jetzt müsste dieses Flugzeug hier rankommen. An Gate 1. Das muss ich nämlich selbst drücken. Und hier ist mein kleines Mini-Autole. Optionen, wartet mal kurz. Sound. Ja, kann man schon lassen. Okay, fortsetzen. Passt schon. Wir müssen ja was hören auf dem Spiel. Dö, 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 dö.
Also die Umgebung sieht Hammer aus. Einfach nur krass. Also da hat sich das Entwicklerteam wirklich Mühe gegeben. Auch mit dem Wasser da. War vorher nicht. So, der müsste jetzt hier parken gleich. Dann kommen die Aufgaben. Kommt wahrscheinlich aus Amerika oder so. Oder von Usbekistan. Aserbaidschan. Lecker. So, bin ich mal gespannt. Gibt's auch wieder Durchsagen vom Flughafen. Da, jetzt geht's los. Fracht zum Gate. Fahren. Okay, dann fahren wir mal zum Gate. Das kennen wir ja schon, ne, vom Vorgänger. Dann die Fluggastbrücke ausfahren und Instandhaltung zum Gate. Okay. Wartet mal kurz. Okay, gut. Weiter, weiter, weiter. Geht doch. Fluggastbrücke ausfahren. Oje. Wo ist das? Hä? Ah, hier ist das Ding. Okay. Okay, nochmal so rüber. Schön aufpassen hier. Damit wir nichts kaputt machen. Ja, ist so eine Sache, ne? Muss man schön aufpassen hier. Okay, da richtet man wieder die... Na, da richtet man... Wie heißt das? Die Reifen aus. Bisschen tricky hier. Aber das kriegen wir schon. So, sehr gut. Instandhaltung zum Gate fahren. Okay. Auf geht's, Bruder. Das Gate ist dort, ne? Ja, genau. Ba 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 ba. Di 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 di. Fahr gleich mal unten durch, da komme ich ja unten durch. Genau. So, Fracht zum Lager. Parke den Hubwagen nahe der Frachttüren. Die Toleranzen bewegen sich nach dem Positionieren der Taste drücken, um die Fracht zu verladen. Ah, okay, cool. Das hat man auch noch nie. Bei dem Spiel. So. Oh, guck mal. Was passiert denn jetzt? Geil. Sieht man jetzt richtig. Und da kommen die Gepäcke. Geil. Oder die Fracht, besser gesagt. Achso, in Arbeit steht er noch, okay. Dann bringen wir das mal zum Lager. Also ich mach das gerade nicht, ne? Das macht er gerade uns selbst.
Okay. Wo ist denn das Lager? Wo ist denn das Lager? Da ist es doch. Immer zum Pfeil. Was da nur drin sein mag. Houdini? Der Entfesselungskünstler? Wer weiß, wer weiß. So, da oben ist auch die reale Zeit. Wir haben es jetzt wirklich 20.08 Uhr. Und es ist wirklich der 7.11.2013. Und ich habe schon 2000 Euro. Es sind 1000 dazugekommen. Cool. Und ich muss so lang fahren. Schön vorsichtig. So. In Arbeit. Okay. Müssen wir jetzt ein bisschen warten. Gucken, ob noch irgendwo ein Flugzeug kommt. Ne, ich sehe nichts. Okay, dann kommt auch nichts. Also 8 Gates gibt es hier, ne? G7, hier ist Gate 8. Hier fahren die Autos rum. Parkplatz vom Flughafen wahrscheinlich. Da hinten ist der Schiffssimulator oder der Hafensimulator. Ach ja, vom Hafensimulator 2011 gibt es dann auch wieder einen neuen Part. Teil 2 von 1. Von 2? Von 1, ja, genau. Teil 2 gibt es dann. Ist ja noch nicht fertig, die... Also alle Testvideos sind noch nicht fertig, ne? Bis jetzt habe ich immer nur einen Part gezeigt von jedem Spiel. Es gibt aber zwei. Also jedes Spiel ist dann nochmal zu sehen mit dem neuen Part. Und alle Let's Plays laufen hier auf diesem Kanal weiter, wie Bausimulator oder Nightmare House 2 oder weiß ich gar ja was. Gut, ist gleich fertig. 40 Sekunden müssen wir noch warten. Ist wirklich eine Arbeit, ne? Das ist der Hammer. Kann man schon was kaufen? Nee, ne? Nee. Okay. Noch nicht. Ich will nur ein wenig warten. Also ich kenne das Spiel schon. Und zwar den Vorgänger. Das hier jetzt noch nicht, das neue. Das kenne ich nicht. Aber den Vorgänger kenne ich. Der heißt Flughafensimulator nur. Ohne eine Zahl. Und der da heißt jetzt 2014 noch hinten dran. Und der ist echt besser gemacht worden. Viel besser. Tausendmal besser. Schon allein wegen der Grafik. So, bling. Instandhaltung zur Basis. Alles klar. Zur Basisstation. Das heißt wieder zum Standort zurück. Die ist da hinten. Oh, schön hinparken. Meinen M70. Huh. Das erinnert mich irgendwie an den Holzfäller-Simulator 2013. Wo ich da mit dem Van rumgefahren bin, der fährt genauso. Geil. So. Hier müssen wir auch warten. Eine Minute. Schade. Kann man gar nicht verstehen. Okay. Ich möchte mal sehen, wenn hier mal ein Flugzeug kommt. Wie das dann aussieht. Bestimmt Hammer. Entweder von hier oder von hier.
Aber ich glaube eher von hier, wie beim Vorgänger. Weil hier kamen alle Flugzeuge. Huch. Weil von hier kam im Vorgänger noch nie eins geflogen. Immer von da. So, wer will, kann mich auch auf Skype adden unter World Gameplay. Ne? Alles wie beim alten. Und bei Facebook liken World Gameplay. Und bei Steam auch. World Gameplay. Wer es möchte. So, Fracht zum Parkplatz. Wo ist denn der? Guck mal, wo ist denn der? Fracht zum Parkplatz. Ne, das sieht man nicht. Ja, okay, fahrt's einfach mal hier entlang. Die Fracht zum... Ah, hier. Alles klar. Wollen wir ja nur um die Ecke fahren. Cool. Und jetzt? Was mache ich jetzt? Kommt jetzt ein neues Flugzeug oder... Gott, bin ich gespannt jetzt. Spricht die Deutsch oder Chinesisch? Hallamalamalamalamalamalama. Gate 1. Entladen. Ich schau immer, ob da ein Flugzeug kommt. Bleib mal so. So, wir machen das Spiel jetzt so lange, bis hier 20.20 Uhr ist. Dann reicht's wieder. Haben wir genug gesehen vom Spiel. Dann beim nächsten Mal geht's weiter bei Teil 2. Der irgendwann kommt. Irgendwann. La 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 la. Aber das Flugzeug hat ein schönes Grün, muss ich sagen. Echt gut. Vielleicht will das Flugzeug damit sagen, dass es giftig ist oder so. Könnte ja sein. Ja. Ja, was muss ich denn jetzt machen? Jetzt habe ich 4600. Nur inaktive Gates können aufgerüstet werden. Naja, ist schon recht. Eine Aufrüstung ist verfügbar. Aufrüsten. Zack. Okay, das ist dann Aufrüsten. Cool. Sehr gut. Achso, mit dem Ding kann ich rumfahren. Okay, machen wir es doch mal. Fahre ich doch mal rum. Vielleicht sehen wir ja irgendwas. Spannendes. Ich kann ja mal dahinter fahren. Vielleicht sehen wir da was. Ich hoffe so, dass jetzt kein Flugzeug kommt. Ah ja, bis dahinter geht's, okay. Ja, cool. Also ganz ehrlich, mir gefällt das Spiel echt viel mal besser als der Vorgänger und macht echt Spaß. Man muss nicht so viele Sachen auf einmal machen hier, ne? Ja, vielleicht täusche ich mich auf, vielleicht kommt es auch noch, wenn ich hier mehrere Gates besetzt habe. Jetzt fahren wir wieder zurück. Aber die Fahrphysik und so ist echt geil. Muss ich sagen.
Macht schon Spaß. Ich gucke mal, ey, ob da ein Ding kommt. Gebäude sehen auch nicht schlecht aus. Muss ja nicht immer die Bombengrafik sein, ja? Muss ja nicht sein. Hauptsache, das Spiel macht Spaß. Und das macht's auch. Ah, da geht's schon los. Die Fracht zum Lager. Okay, wohin? Da. Okay. So. Treibstoff zum Gate. Fahren. Okay. Geil. Also, man muss jetzt auftanken. Sieht auch geil aus. Und es spiegelt sich auch. Die Wolken. Ja, es hat schon was. Die zwei Aufgaben machen wir noch. Und dann hören wir auf. So, in Arbeit. Mit der Fracht, da warten wir jetzt auch noch mal kurz. Es sind nur 20 Sekunden. Dann müssen wir es wahrscheinlich wieder zurückbringen. Chillige Musik, ne? Zum Updancen, Abgrooven. Na, Disco Pogo, Dancing Body. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, was das hier vom Let's Test. Dauert jetzt eh länger, als wie erwartet. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, hier bei Flughafen Simulator 2014, zum Teil 2 vom Let's Test. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen hoch und über ein Abo würde ich mich auch freuen. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das Spiel überhaupt findet. Würde mich mal interessieren. Also, bis dann. Tschüss.